Ja, mein Name ist Uwe Kekeritz, Mitglied der Grünen und Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit Entwicklungspolitik. Warum hat die Entwicklungspolitik zwischen 1962 und 2000 gnadenlos versagt? Die Entwicklungspolitik hat weltweit schlicht nicht begriffen, dass die Frauen die wesentlichen Pfeiler der Entwicklung sind. Man hat viel zu lange die offene Diskriminierung der Frauen in vielen Ländern akzeptiert. Man hat auch akzeptiert, dass Frauen nicht gleichberechtigt waren. Man hat auch akzeptiert, dass Frauen zum persönlichen Eigentum von Männern gemacht wurden. Neben der offenen und sogar offiziellen Diskriminierung kommt noch die hinter pseudo-rationalen Argumenten versteckte Diskriminierung, die genauso schädlich ist wie die sexistische, und die gibt es überall, bei uns und dort. Deshalb erhebe ich meine Stimme für Gendergerechtigkeit, weil es endlich Zeit wird, dass die beiden Geschlechter die gleichen Rechte haben, weil jegliche Art von Sexismus unwürdig ist, weil wir es nicht länger hinnehmen dürfen, dass in patriarchalischen Gesellschaften die Potenziale für Entwicklung und Fortschritt systematisch unterdrückt werden, wenn Mädchen nicht in die Schule gehen, schlechter ernährt werden und weniger medizinische Versorgung erhalten. Weil Mädchen und Frauen in zu vielen Gesellschaften nur als reine Lustobjekte und Verfügungsmasse der Männer gelten. Weil Mädchen und Frauen immer wieder Opfer von Zwangsheirat, Zwangsprostitution und Menschenhandel werden. Weil Mädchen und Frauen immer wieder Opfer von systematischer sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten werden. Weil die weibliche Genitalverstümmelung eine grausame und schwere Menschenrechtsverletzung ist und allein zur Unterdrückung der Frauen dient. Weil die Familie immer noch der Ort mit den meisten Verstößen gegen die Gleichberechtigung ist, hier wie dort. Und deshalb erheben auch Sie Ihre Stimme für mehr Mädchen- und Frauenrechte. Seien Sie am 14.02. Teil der Milliarde Menschen, die auf die Straße geht und für ein Ende der Diskriminierung und für gleiche Rechte protestiert.